Ein ganz herzliches Willkommen, liebe YouTuber, in meinem neuen Video. Es ist jetzt Sommerzeit. Die Sonne lässt leider so ein bisschen manchmal, die lässt sich nicht so ganz blicken. Aber damit wir das Sommerthema so richtig schön in die Videos integrieren, geht es heute um Sonnenblumen. Wie man hier schon erkennen kann, ich habe also Sonnenblumen mitgebracht. Es gibt ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Sonnenblumen. Und es lohnt sich wie immer bis zum Schluss dran zu bleiben. Ja, ganz zu Anfang mal schon ein kleiner Tipp auch. Man überlegt ja auch immer so, man verschenkt was, welche Vase nimmt man. Also es gibt ja auch ein ganz, was wir sehr gern verwenden. Man kann hier solche großen Konservendosen streichen mit einer schönen Farbe. Die ist jetzt ein bisschen gebraucht. Die hat natürlich ein paar Flecken, aber sie ist eigentlich immer noch hübsch. Und es ist immer noch ein tolles Gefäß, um diesen Sonnenblumenstrauß einzustellen. Und also wer eigentlich solche, ja, wer eine günstige Vase sucht, Konservendosen streichen, kann ich sehr empfehlen. Aber die sollten innen beschichtet sein. Die sind besser, weil die anderen, die nicht beschichtet sind, die rosten relativ schnell. Also es geht nicht immer alles, ja, weil Rost wollen wir auch nicht. Und diesen schönen Strauß, der ist bestellt. Den haben wir für eine Kundin vorgebunden. Und der war jetzt eigentlich nur, um euch damit zu begrüßen. Ja, Thema Sonnenblumen. Hier ist uns jetzt auch eine kleine, die ist uns leider abgebrochen. Die habe ich jetzt einfach in ein Gläschen reingemacht. Irgendein lieber Kunde, der kommt, der wird die geschenkt bekommen, weil wir können da natürlich nicht mehr viel damit anfangen, vor allem wenn der Stiel so kurz ist, dann können wir die nicht mal mehr in Gesteck machen. Aber irgendjemand wird sich hier freuen und bei uns bekommen die Kunden oft noch solche kleinen Nettigkeiten und die finden das auch ganz, ganz klasse. Ja, Sonnenblumen, wenn die so richtig schön knackfrisch sind, dann, ich hole einfach am besten alle raus, dann ist es am einfachsten und lege sie vor mir auf den Tisch. So. Also wenn eine Sonnenblume so richtig schön knackfrisch ist, dann ist natürlich das Optimum, dass die so aussieht. Wir haben viele Blätter abgemacht, damit der Kopf viel Kraft hat und die ist jetzt natürlich auch richtig fest, ja, da bewegt sich gar nichts. Das ist super und normalerweise gucken die ja alle nach Süden, nämlich so, ja. Und das ist im Strauß ziemlich doof, wenn man die so, ja, wenn man die so hochkant hat. Aber wir haben ja immer Drähte, ja. Die Drähte müssen auch, das müsste jetzt mindestens ein 10er Draht sein. Und mit einem Draht, muss das natürlich mit ein bisschen mit Gefühl machen, mit einem Draht, ich steche den Draht in die Sonnenblume ein und dann wickel ich den Draht um den Stiel von der Sonnenblume drumherum. Ja, und so auf die Art und Weise. Ich kriege den zwar jetzt nicht ganz grad, aber so kann ich die schon im Strauß viel, viel besser gebrauchen, wie wenn die so ganz zur Seite guckt, so wie im Feld. Ne? Die suchen ja alle die Sonne. Ja, dann habe ich hier noch so einen Spezialfall. Das ist jetzt eine Blüte, die ist eigentlich knackfrisch. Die ist noch gar nicht offen. Ja, wenn man hier zum Vergleich sieht, zum Beispiel die hier, ist schon weiter offen und die Kunden kommen dann manchmal, wenn die Sonnenblume so hängt, ja, die ist leider Gottes im Stiel ein bisschen weich, und dann sagen die, die sind schon kaputt und die sind eigentlich so frisch, aber bei Sonnenblumen ist auch zum Teil der Fall, dass die Blüte einfach zu schwer der Kopf ist zu schwer und wenn die dann so hängt, dann können die Leute irgendwie nichts damit anfangen. Und auch hier ist es natürlich wieder hilfreich, einfach wieder ein Blatt abmachen. Und genau, jetzt muss ich erstmal wieder den richtigen Draht finden. Ja, und auch wieder genau das Gleiche, den Draht in den Kopf einstechen. Kann ruhig auch hier im Blütenboden, sieht man ja auch dann, ja, dass, also die ist jetzt ganz durchgestochen. Und dann um den Stiel, den Draht um den Stiel drumherum wickeln. So. Und schon ist die Sonnenblume, ja, ist wieder grad, ist gestützt, hält wunderbar, ist total frisch, aber ist halt einfach zu schwer. Es passiert manchmal so, das Phänomen haben wir oft bei Ranunkel, die knicken dann im Stiel, weil da ist der Stiel tatsächlich zu weich.
Und als Alternative, also manche Kunden schneiden die dann ab und machen die in so Schälchen auf den Tisch, aber es muss eigentlich gar nicht sein. Man kann die sehr gut braten, also wenn man die in längeren Sträußen machen möchte. Oder getratet wird auch oft, wenn die in Friedhofsvasen so ein bisschen gestaffelt sind. Also braten ist eigentlich eine super, super Lösung. Und dann habe ich hier den nächsten Spezialfall. Ich hab heute lauter Sonnenblumen-Spezialfälle mitgebracht. Das ist jetzt auch eine Sonnenblume, die ist eigentlich total schön. Aber ich darf mal von der Kamera zeigen, die hat hier leider Gottes schon braune Spitzen an den Blütenblättern. Und das ist natürlich auch doof, weil eigentlich könnte man sagen, wir werfen die jetzt weg. Aber auch das ist zu schade. Und was wir dann machen ist, entweder er liebt mich nicht, nein, ich lasse es jetzt sein. Okay, genau. Also wir gehen einfach her und entweder ich zähle aus, er liebt mich von Herzen mit Schmerzen, oder ich zupfe diese Blütenblätter aus und habe dann immer noch diesen schönen dekorativen Blütenboden. So, Moment, ich muss natürlich auch gucken, dass ich die ganz erwische und nicht die gelben Spitzen noch dranhängen. So, und dann kann man diese Sonnenblume noch wunderbar dekorativ in den Strauß einfügen. Ja, also das ist dann so haltbar wie Früchte. Man kann die auch in dem Herbstkranz noch mit reinmachen. Also die ist noch ganz toll verwendbar. Man sieht, aus wie vielen Sachen man was machen kann. Und dieses wunderschöne schwarze Auge, ja, ist also eine ganz tolle Deko. Aber die Sonnenblume mit dem Blütenboden, die werde ich wahrscheinlich im nächsten Video erst verwenden. Aber es lohnt sich auch nächste Woche wieder die Videos zu gucken. Dann habe ich noch was Wunderschönes für die Sträuße entdeckt. Die Blätter müssen natürlich immer ab. Das ist eine Kastanienart, ja, eine Esskastanie, aber die ist relativ weich. So, und die gab es also auch im Großmarkt. Ich mache die Blätter bewusst alle ab, weil die Blätter sind so groß, ja, und so, die kann ich nicht rausspießen lassen. Und es gibt ja entweder grüne Bartnelken, jetzt komme ich mal wieder zu meinem Strauß hier, entweder grüne Bartnelken gibt es natürlich, die sind auch sehr, sehr schön, oder hier diese kleinen Kastanien, die sehen fast aus wie die grünen Bartnelken, sind natürlich etwas kleiner, sind dafür gruppiert, sind mehrere, also ist eine sehr, sehr schöne Alternative zur grünen Bartnelke. Habe ich sonst auch selten im Großmarkt gefunden, aber heute gab es die auch mal. So. Ja, es muss immer erstmal alles ordentlich geputzt werden, weil sobald ich die Hände voll habe mit meinen Blumen. So, das ist jetzt natürlich, ich überlege auch, wann nehme ich welches Werkzeug. Wenn ich jetzt hier solche Äste habe wie von der Esskastanie, dann nehme ich einfach mal kurz die Baumschere und. Das ist mit dem Messer natürlich schlecht zu putzen. Die Blätter werden einfach abgezupft. Und ich muss immer vorsichtig sein, dass man natürlich den Stiel nicht dabei abbricht. Ja, das wäre sehr, sehr schade, weil dann hätte ich nur noch ein kurzes Stück und dann kann ich das Ganze nicht mehr in den Strauß binden. Und deswegen zupfe ich diese Blätter immer bewusst nur so nach unten weg, um den Stiel nicht zu knicken. So, jetzt haben wir auch alles geputzt. Fast. Manchmal ist es ein bisschen widerspenstig, aber dann nehme ich einfach die Baumschere. So, und jetzt haben wir auch hier schöne fruchtige Zutaten für den Strauß. Auch eine schöne Alternative. Des Weiteren, die habe ich allerdings schon geputzt und ordentlich vorbereitet. Das ist jetzt Kamille. Da habe ich ganz viele, ja, Blätter abgemacht extra. Und bei der Kamille muss man also unheimlich viel zupfen und diese kleinen Blättchen, ja, die ich jetzt hier noch, da muss ganz, ganz viel ab, weil wenn ich die nicht abmache, dann ist die im Strauß sehr schlapp und dann hält die nicht so schön. So, das ist schon mal eine tolle Vorbereitung. Ich habe mir auch ein bisschen Grün hier schon zurechtgelegt.
mal das Grün und wie man das alles vorbereitet. Das könnt ihr auch super nochmal nachgucken in meinem Video Blumenstrauß binden für Einsteiger. Da habe ich das alles sehr ausführlich erklärt. Und ich mache halt jetzt mal wieder was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe in den Videos. Ich binde den Strauß in einen Efeuring. Ja, das hat nur, das mache ich eigentlich recht gerne und das ist eine tolle Geschichte. Aber der Efeuring, den muss man natürlich ein bisschen bearbeiten, dass der auch als Ring in den Strauß reingeht. So, ich nehme den Efeu, ja, halte den quasi fest und teile die Ranken und flechte die Ranken, also ich schlinge die ineinander, ja, die Ranken. So, was ich immer mache, ich nehme das einfach zwischen die Knie und kann dann wunderbar weiter die Ranken ineinander winden, ohne dass sich der Anfang wieder aufdröselt. Dann wäre nämlich meine Arbeit kaputt. Habe ich keine Lust drauf, das mehrfach zu machen. Nehme das andere Ende. So. Und schlinge wieder die Efeuranke um diesen Ring. So, jetzt haben wir doch schon mal eine schöne Straußbasis mit dem Ring. Die Enden kann ich ein bisschen abschneiden. Eine gute Baumschere. Man sieht hier an meiner, wie lange die schon gebraucht ist. Weiß nicht, wie viele Jahre das sind die besten Baumscheren. Und ich blende sie auch immer wieder super gern im Video ein, wo man die bekommt. Alle, die mich kennen, die wissen es eigentlich schon. Alle, die mich nicht kennen, die können ja ein paar Videos gucken. So, dann nehme ich einen Steckdraht, einen Zehner Steckdraht. Nehme diesen Draht und gehe um den Efeuring und verdrehe ihn. Ja, so. Dann gehe ich, also ich nehme meistens drei Drähte. Ja, habe ich jetzt einfach mal automatisch gegriffen. Mache an den nächsten zwei Stellen genau das Gleiche, dass ich den Draht, so, den Draht hier verdrehe. Genau, ich muss auch immer erstmal nach Worte suchen zu meinen Taten. Ich bleibe stets bemüht. So, jetzt habe ich drei Drähte. Dann lege ich diesen Efeuring vor mir auf den Tisch. Nehme die Drähte und verdrille sie in der Mitte, verdrille ich sie miteinander. Ja, in der Mitte halte sie fest und verdrehe sie dann miteinander. Und jetzt habe ich, der Sinn dieser Aktion ist, ich habe jetzt an einer Stelle kann ich diesen Ring festhalten und habe jetzt also eine sehr schöne Efeu Basis, ja, oder einen Efeu-Ring, in den ich diesen Strauß reinbinden kann. Die Drähte sind jetzt fast ein bisschen lang, weil die hindern mich nachher, auch wenn ich die Stiele vom Strauß abschneide, sind die mir ein bisschen zu lang. Also so ungefähr so lang wie die Hand, ja, das reicht eigentlich schon fast. Und was ich jetzt in dem Fall als erstes mache, ist, ich fülle diesen Ring mit Grün. Auch hier wieder ist es total wichtig, dass das in der Spirale gemacht wird. Das ist jetzt ja, ein bisschen schwierig, das von unten auch zu zeigen und von oben. Ich glaube, oben ist jetzt in dem Fall wichtiger als unten. Ich füge das Grün ein, schön gemischt. Viele haben gefragt nach dem letzten Video, was das hier für ein Grün ist. Also es gibt dieses weiß-grüne. Das ist Pithosphorum nigra. Gibt es ähnlich mit größeren Blättern im Garten. Das ist der Hartriegel. Der hat ähnliche Blätter. Aber dieses Grün wächst bei uns leider nicht im Garten. Das muss ich auch im Großhandel kaufen. Ist aber ein sehr schönes Grün. Und ich finde auch, hier macht es natürlich auch wieder so die Abwechslung der verschiedenen Grünsorten. Finde ich immer sehr, sehr, sehr schön. Sehr lebendig. Und noch so ein Hinweis zu diesem Thema mit dem Draht. Der Draht darf nicht zu dünn sein. Warum?
also der Draht, mit dem ich diesen Ring festgemacht habe, wenn der jetzt zu dünn wäre, dann würde der Ring einfach runterhängen. Ja, dann hätte der nicht genügend Stabilität, der Draht, um diesen Ring so festzuhalten. Und deswegen sollte das schon ein 10er Draht sein. So, ich habe jetzt hier das Grün und die Drähte habe ich jetzt hier in der Hand und kann die Sonnenblumen ganz leicht erstmal die Sonnenblumen einfügen, weil die Sonnenblumen sind jetzt auch meine größten Blüten in dem Strauß. Die kleineren Blüten, die Kamille, die erst danach, zum einen, damit die sich schön dazwischen einfügen. Und zum anderen ist Kamille auch so empfindlich, dass ich Gefahr laufen würde, die Kamille auch kaputt zu machen oder zu zerdrücken. So, also sowas hier wie das Blatt, sowas mache ich gern ab, weil mir das ein bisschen zu viel ist. Ja, ich kann dann immer noch ein bisschen was rausschneiden. So, und dann habe ich jetzt meine drei Sonnenblumen. Der Draht an der Sonnenblume, der muss natürlich ganz am Stiel fest sein, weil sonst, wenn ich das einfüge, verhakt sich der Draht im Grün. Oft genug passiert, ist mir auch gerade schon passiert. So, ja, eigentlich hätten wir schon jetzt, wird es jetzt schon ganz nett aussehen. Es wird aber noch schöner. Jetzt kommen noch meine Früchte. Ja, ich habe natürlich hier so gewisse Hohlräume, die noch nicht so schön gefüllt sind. Und da kann ich noch ganz toll die Früchte einfügen. Sehr dekorativ. So. Sieht jetzt immer so ein bisschen locker aus, wenn ich hier umgreife. Was ich immer mache, ist, ich nehme die rechte Hand und drehe den Strauß und greife dann mit der linken wieder nach. Ja? Aber immer, eigentlich wird der Strauß nur mit zwei Fingern gehalten. Und ich muss ja auch immer öffnen, wenn ich die Blüten und Stiele einfüge, dass die auch da wieder dazwischen passen. Ja, und so wird nach und nach dieser Strauß schön bestückt. Ist eigentlich schön, dass ich vier Stiele von diesen Kastanien habe, weil dann kann einer in die Mitte, ja, was ja auch ganz dekorativ ist. Und die anderen, die werden hier so außenrum arrangiert. Und jetzt kommen erst meine empfindlichen Blüten. Jetzt kommt nämlich die Kamille ins Spiel. Und die kann ich immer einfügen. Und dann, wenn ich den Stiel eingefügt habe, dann habe ich, natürlich ist es jetzt so ein Erfahrungswert, dann habe ich von unten spüre ich diesen Stiel und kann den dann reinziehen in den Strauß. So. Jetzt habe ich natürlich so viel feine Kamille, weil ich diese feinen Zweige, die muss man immer trennen, indem man sie so auseinander zippelt, ja, weil die verhaken sich ganz gern ineinander. Aber die Kamille sieht so fein aus und dann denkt man, oh, hält die auch. Also Kamille ist eine sehr, 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 sehr haltbare Blüte. Und wir verwenden die auch total gern. Und im Sommer macht die ja die Sträuße so lässig. Und es ist wirklich ein ausdauernder Blüher und bringt diese Leichtigkeit und die Optik von einem Wiesenblumenstrauß. Die kann man natürlich mit Kamille zum Beispiel auch wunderbar darstellen. Optional kann man auch sehr, sehr gut in so einen Strauß noch Gräser, also vor allem mittig, so ein paar Gräser einfügen. Ich habe jetzt leider keine mehr. Nee, die sind bei uns heute alle ausverkauft, weil wir haben heute schon sehr viele Sträuße gebunden und die Gräser, die waren heute sehr begehrt. Ja, und ich glaube, ich werde gar nicht die ganze Kamille verwenden, weil sonst ist das ein bisschen viel. Eigentlich genügt es schon. So, noch ein Stiel und dann ist auch gut. Und das Einzige, was ich jetzt noch an dem Strauß mache, ist, ich gucke den auch manchmal ganz gern von unten an.
Ja, und man würde jetzt von unten natürlich so richtig in die Drähte und alles reingucken. Und um das zu verhindern, ein bisschen einfacher, wenn man erst noch mal kurz so, wenn man ein paar Stiele abschneidet, um zu verhindern, dass man in die Drähte reinguckt, kann man auch sehr schönes Weinlaub nehmen. So, und man sieht es auch sehr gut, wenn man den Strauß umdreht. Und hier kann ich jetzt auch, kann man auch ganz toll sehen, wie ich arbeite, wenn ich den Strauß, also die Stiele einfach nach oben nehme. Und das ist jetzt natürlich perfektes Weinlaub, weil das ist auch schon wunderschön fest. Aber dennoch, was ich dennoch sehr gerne mache, ist, dass ich das Weinlaub immer stütze. Ja, dann nehmen wir Kirschlorbeer. Und viele von euch im Garten ist immer ein tolles Grün. Und der Kirschlorbeer wird dann, wir nennen das immer gegenlegen, ja, dann wird es so angelegt. Und mit dem Kirschlorbeer verhindere ich, dass selbst wenn das Weinlaub jetzt nach ein paar Tagen weicher wird, dann verhindere ich natürlich damit, dass das so nach unten hängt, ja, weil das soll ja nicht der Fall sein. Und jeder, der jetzt den Strauß, ich gucke natürlich andere Sträuße auch gerne von unten an, weil ich auch die Technik super gerne angucke. Ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch. So, das habe ich mir jetzt auch nicht im Voraus zurechtgeschnitten. Also so sieht es auch aus, wenn ihr das im Garten schneidet. Und dann muss man es erstmal in seine Einzelteile sezieren. Ich mache natürlich immer Blätter ab, weil Blätter, die im Wasser sind, also in der Vase, machen das Wasser schneller schlecht. Deswegen müssen alle Blätter ab. Und die Regel ist ja auch kein Grün, also kein Blatt in der Bindestelle. Und das habe ich auch damit eingehalten. So, so ein Blatt hier zum Beispiel, das gefällt mir jetzt nicht. Das muss raus. So, weil das steht mir hier zu weit raus. Ein typischer Fehler, wenn man so einen Strauß bindet, ist, dass man das Grün zu hoch bindet. Und was wir natürlich bei dem Strauß am liebsten angucken, ist, wir wollen die Blüte sehen und wir wollen nicht das Grün angucken. Und deswegen, das Grün ist eine Begleitung, ja, und ist auch dazu da, die Blüten zu positionieren. Aber das Grün sollte jetzt nicht höher sein als die Blüten. Dann schneide ich den Strauß einfach am Schluss nochmal an mit der Baumschere. So. Mit einer schönen, scharfen, guten Baumschere. Nehme dann ein Messer, weil die Sonnenblumen brauchen noch einen schrägen Anschnitt. Und dann kann man denen wunderbar einen frischen Anschnitt geben. Und auch die Kamille, also das ist mit einem scharfen Messer ist das natürlich perfekt. Auch die Kamille. So, jetzt bekommen wir nochmal Kundschaft. Hallo, guten Tag. So, meine Kundin ist weg, hat eine Bestellung hinterlassen. Das heißt, wir können auch gleich wieder weitermachen. Also der Strauß ist jetzt fertig gebunden, ist also wunderbar unten alles abgedeckt, ja, so dass das Weinlaub hier schön fest eine gute Stütze hat. Ich habe mit dem Messerchen nochmal mit einem scharfen Messer alle Stiele schräg angeschnitten und es bleibt eigentlich nur noch übrig. Moment. Mit Bindebast kann man auch eine schöne dünne Jute-Schnur nehmen. Ist auch hübsch, wenn man die Stiele sieht, aber ich glaube, hier sieht man nicht viel von den Stielen. Mit Bindebast diesen Strauß zu binden. Ich nehme den Bast, klemme den hier zwischen meine Finger, ja, und wickel. So, genau, ich mache es mal so rum. Kamerafreundlicher. So, und wickel zweimal um den Strauß herum. Kann den dann dadurch, ich habe ja schon ein bisschen Festigkeit, kann den dadurch auch ablegen, ziehe nochmal richtig fest, ja, und dadurch, dass der diesen Efeu-Ring hat, liegt er natürlich auch schon ganz toll auf. So, und mache einen Knoten. Und der Strauß ist jetzt schon wunderbar, wunderbar festgebunden. So, zack, einmal abgeschnitten. Und man sieht, man sieht also hier, der Strauß ist jetzt auch also fest, sage ich auch deswegen. Der muss so fest sein, dass wenn ich den an einem Stiel halte, dass der auch nicht mehr auseinander geht, dass der sich nicht bewegt.
Und ich glaube, der Strauß wird der Empfängerin viel Freude machen. Aber der kommt jetzt erstmal hier in den Laden bei uns. Der ist nämlich nicht bestellt. Ja, also das war heute mein Video zum Thema Sonnenblumenstrauß. Und ich glaube, also es war wirklich mit Sonnenblumen, was man so damit machen kann, auch wenn man Fleckchen und weich und so, dann, dass da viele Tipps und Tricks drin waren. Und ich bin da heute einfach mal mehr in die Tiefe gegangen. Aber die Ideen gehen mir eh nie aus. Und ich werde immer gefragt, was machst du als nächstes für Themen? Da sage ich, weiß ich noch nicht. Die fallen mir einfach ein. Die denke ich mir aus. Aber es ist ganz toll, dass ihr heute wieder dabei wart. Und ich freue mich, euch bald wieder beim nächsten Video zu sehen und sage einfach bis bald. Alles Liebe. Tschüss.